Moin zusammen. Heute zeige ich euch mal was ganz anderes. Und zwar kennt ihr das vielleicht, wenn man die Frontscheibe oder die Heckscheibe, vor allem jetzt beim Coupé, reinigt, dann ist es ziemlich schwer, an die ganz vorderen Seiten oder an diese ganzen Ecken ranzukommen. Das ist ein bisschen eine mühsame Arbeit. Und letztens habe ich ja hier diesen Fensterwischer getestet und da dachte ich mir, da müsste es doch möglich sein, seine Fensterscheibe easy und gut reinigen zu können. Wie das jetzt klappt und ob das gut funktioniert, zeige ich euch gleich. So, die Scheibe ist eingesprüht. Fangen wir von hinten an. Von der Arbeit her ist es auf jeden Fall einfacher, als wenn ich es mit normalem Tuch oder Küchenrolle mache. Ob das jetzt auch alles streifenfrei wird, weiß ich nicht. Das müssen wir jetzt sehen. Es ist viel angenehmer und man kommt wirklich bis an die Ecken hin. Das ist wirklich sehr gut. So, das Ganze ist jetzt trocken. Leider trocknet das nicht sofort. Wie man vielleicht schon sehen kann, ist die Scheibe auf der rechten Seite auf jeden Fall klarer als auf der linken Seite. Heißt, man kann damit auf jeden Fall gut reinigen. Leider müsst ihr euch ein bisschen mehr Geduld lassen, weil das Ding ist auch sofort so ziemlich feucht. Und nicht so wie zum Beispiel, wenn man es mit einer Küchenrolle macht oder mit einem anderen Mikrofasertuch. Deswegen, wenn ihr das gewischt habt, müsst ihr da auch, ich sag mal, eine Minute oder vielleicht auch 2 Minuten warten. Ich habe jetzt kurz gewartet, das trocknen lassen. Da sind jetzt auch keine Streifen, also ist alles super schön klar. Ich habe dafür auch jetzt nicht irgendwie was Besonderes benutzt, sondern nur einen ganz normalen Glasreiniger, den ihr irgendwie bei DM oder sonstiges Rossmann kaufen könnt. Wenn euch die Methode gefallen hat, dann macht es doch gerne nach. Ich mache es jetzt auch gleich hinten. Das gleiche funktioniert genauso wie vorne. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Video.